Like und abonniere jetzt sofort, wenn du ein Ehrenmann bist. Jo Leute, herzlich willkommen zum jetzt dritten Psylocke. Und mittlerweile bin ich auch irgendwie überhaupt nicht mehr nervös oder so ein Shit. Auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass ich diese Art von Format gemacht habe, mir überlegt habe oder wie auch immer mich inspirieren lassen habe, was auch immer, keine Ahnung. Weil das einfach so für mich einfach generell gechillter ist und ich nicht so, weiß nicht, also dieses Schneiden mache ich halt so, wenn die fehlt einfach so ein bisschen die Abwechslung. So, und wenn du dann immer wieder auch so Gäste hast und so und mit denen einen Zeitdruck aufnehmen kannst, ist es viel gechillter. Genau, heute geht es nur darum, YouTube hat nämlich die Infokarten entfernt. Also, sie haben auch eine Begründung dafür gesagt, und zwar ab dem 10. Juni 2020 haben sie nämlich, also kommen jetzt alle Infokarten, die es schon mal gab, sind weg. Alle Infokarten kann man jetzt auch nicht mehr neu erstellen oder sowas. Einfach weg, als hätte es dieses Feature nie gegeben. So. Und jetzt fragt man sich natürlich, das war natürlich ein super Feature, wo man gut Links rüber senden konnte, Umfragen im Video machen konnte und andere Kanäle verlinken konnte. Jetzt fragt man sich natürlich, warum zum haben sie das bitte entfernt? Also, es hat ja eigentlich überhaupt gar keinen richtig guten Grund. Ich kann ja mal vorlesen, was sie gesagt haben, warum sie es entfernt haben. So, Abstimmungsinfokarten werden demnächst entfernt. Das ist ein Beitrag von Google auf der offiziellen Support von Google.com-Seite. Und zwar die Möglichkeit, Infokarten für Abstimmung zu erstellen, wird nach dem 10. Juni 2020 auf allen Kanälen entfernt. Was ich nämlich die Befürchtung habe, jetzt könnten vielleicht auch noch die Kanäle und Links rausgenommen werden. Das werden wir mal sehen, aber bis jetzt sind halt nur die Abstimmungen rausgenommen worden. Diese Funktion wurde nur selten genutzt. Wir haben sie entfernt, damit wir uns auf andere Tools für Creator konzentrieren können. Feedback von Zuschauern siehst du nach wie vor in den Kommentaren. Feedback von Zuschauern siehst du ja sowieso in den Kommentaren, aber brauchst du natürlich nicht mehr, genau. Berechtigte Creator haben die Möglichkeit, über Community-Beiträge mit Zuschauern zu interagieren. Du kannst noch bis zum 10. Juni, blocki, bla 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 bla. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr witzig, weil das bringt natürlich einige Probleme mit sich. Zum einen, es gibt natürlich trotzdem Leute, die das benutzt haben, die Abstimmung, und ich habe sie übelst oft benutzt, weil ich finde es einfach übel geil. Was natürlich ein Problem war, oder vielleicht zumindest ein Grund, warum YouTube das vielleicht rausgenommen hat, war, dass so Leute, keine Ahnung, wie Braxis oder so, die so irgendwelchen, keine Ahnung, eher Trashing-Content machen, die haben dann irgendwie sowas, keine Ahnung, gemacht wie schon abonniert, Fragezeichen, und dann so zwei Antwortmöglichkeiten, ja und ja mit Blocke oder ja auf jeden Fall, keine Ahnung, also jetzt nur als Beispiel. Dass man halt das nicht, dass man diese Funktion der Abstimmung sozusagen abused, um sozusagen um sozusagen einfach eine Message zu verbreiten. Keine Umfrage, sondern einfach nur so eine Nachricht, ne? Und das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich auch scheiße. Vielleicht sollte man einfach, wie alles andere auf YouTube, eigentlich auch das einfach melden können. Dann würde sich dieses Problem auch lösen. Und ja, deren offizielle Begründung ist ja, es haben nur wenig Leute benutzt. Wir wollen uns auf andere Dinge konzentrieren. Auch wenn sie sich auf die Abstimmung gar nicht konzentrieren müssen. Die haben die ja schon ewig lange entwickelt, schon ewig fertig entwickelt. Macht auch gar keinen Sinn, dass sie wenig benutzt haben. Kann man natürlich, statistisch haben sie damit geworben, dass es irgendwie nur 0,2% oder 2% oder so der Leute benutzt haben. Aber du musst mal überlegen. Du weißt gar nicht, wie viele Hobby-Videos es gibt, wo auch kein Outro und sowas ist. Dann könnte man auch sagen, nur 0,5% der Leute auf YouTube benutzen ein Outro. Das ist halt nicht wirklich maßgebend. Und wenn es nicht die Hauptfunktion wie Outro ist, wo man irgendwelche Videos, andere Videos einblenden kann oder Abo oder so, dann ist es natürlich schon richtig dämlich, das einfach rauszunehmen mit der Begründung, ja, es nutzen ja nur wenige. Weil trotzdem das einfach für diese, also ihr könnt mir nicht erzählen, dass jemand ein YouTube-Konto hat und dann noch nie eine Abstimmung gemacht hat. Oder also an einer Abstimmung teilgenommen hat. Und ich sehe den Sinn dahinter schon. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen.
Es ist halt wieder dieses, YouTube möchte lieber größeren Firmen eine Plattform bieten und größeren Kanälen und nicht so den kleinen und so. Was wir ja schon öfter festgestellt haben, weil YouTube auch jetzt mittlerweile ein Riesenunternehmen ist, was ja auch Werbegeld machen muss. Warum man natürlich auch alle Schimpfwörter in diesem Talk zensieren müssen, das ist natürlich selbstverständlich. Wir wollen ja nicht, dass dann dieser Talk im Endeffekt gesperrt wird oder so. nein, aber ihr wisst natürlich, was ich meine. Genau, was sie nämlich geschrieben haben, Feedback von Zuschauern siehst du ja sowieso in den Kommentaren. Ja, ist richtig, aber wenn man gerade eine Umfrage macht, hat doch keiner Bock jetzt irgendwie sowas wie, also nur so eine Umfrage. Habt ihr mehr Bock auf Talks oder mehr auf Videos? Dann, das will ich natürlich wissen. Ich möchte natürlich wissen, fühlen die Leute die Talks, finden die nice? Macht es vielleicht Sinn, dass man mehr Talks macht oder macht es Sinn, wenn man mehr Videos macht? Oder ist es zumindest okay, dass man Videos macht? Und der Witz ist halt, so ein Talk dauert eine Stunde Aufwand. Mit Feature Guest vielleicht zwei. So ein normales, weiß ich nicht, Exposed, das hat bestimmt, also das hat ewig gedauert, also wirklich ewig. Und wenn die Leute das gleich feiern, ist es doch cool, wenn man das dann so abwechselnd macht. So, das hätte ich aber jetzt ohne diese Abstimmung, die ich da gemacht habe, die jetzt natürlich weg ist, nie gewusst. So, und ich will jetzt nicht in die Kommentare gehen, also bei kleineren YouTubern geht es jetzt vielleicht noch, aber bei größeren, ich will nicht in die Kommentare gehen und dann alles auszählen. Also dann zähle ich so, okay, einer ist für mehr Videos, ah, okay, einer ist noch mehr für mehr Videos, oh, der ist für mehr Talks, der ist für mehr Talks, der ist für mehr Videos, der ist für mehr Talks, so. Das ist einfach übelst dumm, übelst dämlich, meine ich natürlich. Deswegen, dieses Argument macht auch keinen Sinn. So, jetzt kommt aber das, was mich am meisten stört. Berechtigte Creator haben außerdem die Möglichkeit, über Community-Beiträge mit Zuschauern zu interagieren. Da kann man natürlich auch Abstimmungen machen über Community-Beiträge. Aber das ist genau das. Wisst ihr, wem Community-Beiträge freigeschaltet werden? YouTube-Partner, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht ganz genau, vielleicht, also da bin ich mir leider gar nicht sicher, vielleicht Leute mit Haken, die groß sind, vielleicht Leute, die im Partnerprogramm von YouTube, im Werbeprogramm von YouTube teilnehmen, Leute, die irgendwie eine bestimmte Abo-Marke haben, das weiß ich nicht, auf jeden Fall die größeren YouTuber. Größere YouTuber haben nur dieses Community-Beiträge-Feature. Das heißt, die dürfen Abstimmung machen, aber die kleinen nicht, so. Ist natürlich jetzt nicht absichtlich so, aber es ist natürlich wieder ein bisschen auffällig, wenn sie das für alle rausnehmen, aber die Möglichkeit einer Abstimmung für Große ist nach wie vor über so einen Umweg da, wie es schon vorher da war. Also vorher war es so, Große hatten zwei Möglichkeiten, eine Abstimmung zu machen, nämlich einmal per Feed und einmal per Post sozusagen und einmal per Video. Und die Kleinen nur per Video. Und jetzt haben die Kleinen gar keine Möglichkeit mehr, eine Abstimmung über YouTube zu machen. Sind dann gezwungen, über irgendwelche Websites oder so das zu machen. Das ist dann auch wieder so unendlich dumm. Also das ist so umständlich. Also keine Ahnung, was das ist so. Und das stört mich halt schon ein bisschen, ne? Das ist halt so jetzt, vielleicht nur deswegen ist. Ja, was hat das denn jetzt für Folgen? Also, ich werde jetzt einfach keine Abstimmung mehr richtig machen können. Ich werde jetzt irgendwie fragen in den Kommentaren. Gefällt euch der Side-Talk oder was auch immer, das anpinnen oder das im Video sagen oder so. Und dann sollte man das in die Kommentare schreiben. Aber das ist auch einfach anders kacke. Also man will doch eigentlich sowas nicht. Man möchte doch eigentlich, dass man das ganz normal über die Infokarte sagen, benutzen kann. Ja. Was denkt ihr dazu? Also meint ihr, dass das sinnvoll ist? Natürlich kann ich jetzt sagen, ich finde das nicht sinnvoll. Wenn ihr Punkt habt, warum ihr denkt, dass es sinnvoll ist, könnt ihr natürlich schreiben. Zum einen natürlich der Abuser, dass es missbraucht wird, das Feature. Aber alles andere fällt mir nicht ein. Zum Glück, hab ich da am Anfang ein bisschen vertan. Links sind nur für Große wieder verfügbar. Kanäle verlinken geht immer noch. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt, das ist nicht so schlimm. Also, aber trotzdem Abstimmung. Für mich ein sehr wichtiges Feature. Ich bin, glaube ich, der es am meisten benutzt hat. Einfach so, man denkt sich so, YouTube entfernt das Abstimmungs-Infokarten-Feature. Warum? Also, warum? Warum? Also, ich sehe keinen vernünftigen Grund. Sie wollen sich, okay, wir können jetzt noch einmal kurz noch zusammenfassen. Also,
erster Grund. Die Funktion wurde nur selten genutzt. Habe ich schon erklärt. Wurde tatsächlich nicht so selten benutzt, wenn man sich mal die anderen Funktionen anguckt. Weil einfach viele Amateurvideos auf YouTube sind, die gar nicht irgendwelche Funktionen benutzen, sondern einfach nur das Video haben. Auch keine Tags oder keine Beschreibungen oder sonst ähnliches, was das Video ein bisschen professioneller machen würde. Und das Infokarten-Feature ist ja auch sozusagen älter als diese Outro- und sowas Features. Das ist ja, Entschuldigung, die Outro-Features sind jünger, älter als die als Infokarten-Features. So, macht auch keinen Sinn. So, deswegen ist es natürlich klar, dass es seltener genutzt wird. Außerdem ist es natürlich eher ein Nischending, was aber trotzdem viele Leute nutzen, nur nicht in jedem Video machst du eine Abstimmung, aber in jedem Video machst du ein Outro, so. Natürlich ist dann klar, dass das Auto häufiger genutzt wird. Und selbst wenn es jetzt super selten genutzt wird, trotzdem feiern das doch Leute und wollen es immer noch haben. So verstehe ich irgendwie nicht. Dann, sie wollen sich auf andere Tools konzentrieren, macht überhaupt gar keinen Sinn. Sie haben das Tool doch schon ewig fertig entwickelt, es kamen nie irgendwelche neuen Dinge dafür. Deswegen können sie sich doch genauso auf das Tool so wie immer konzentrieren. Dass man das Feedback von Zuschauern zu den Kommentaren sieht, ist auch Schwachsinn. Man will ja eine Abstimmung machen und nicht irgendwelche ganz viele Kommentare lesen oder was auch immer. Kommentare sind ja auch nicht dafür da, dass die Leute dann da, dass dann die ganze Kommentarspalte voll gespammt wird mit ich bin dafür. Dafür ist es ja die Abstimmung da, sondern dass sie eigentlich dafür gedacht, dass man wirklich textliches Feedback in die Kommentare schreiben kann. So, auch keinen Sinn. So, will ich nochmal sagen. Und dann berechtigte Creator können über die Community-Beiträge Abstimmung machen. Ja, habe ich jetzt ausführlich erzählt. Und deswegen macht es meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Ich verlinke euch einmal den Artikel darüber in den Kommentaren. Das ist nur sehr kurz. Nur ganz kurze Stellungnahme. Was soll man doch länger zu sagen? Ich denke, dass es eher so ein PR-Move war, dass sie einfach noch weniger den kleinen Kontrolle übergeben wollten und lieber den großen Kanälen mehr Macht geben sollten im Vergleich. Auch wenn sie jetzt nicht direkt den großen mehr Macht gegeben haben. Und natürlich das mit dem Abuse, was man aber auch leichter lösen kann, indem man einfach die Dinge melden kann, so wie alles andere auf YouTube auch. Sonst kann ich ja auch sagen, dass man keine Thumbnails benutzen darf, weil ja Thumbnails, die kann man ja abusen. So. Im Endeffekt, Thumbnails abusen juckt YouTube eigentlich überhaupt nicht. Alles juckt YouTube nicht. Aber die Infokarte, die juckt sie bestimmt richtig doll. Deswegen, das ist da glaube ich auch nicht wahr. Ja, danke fürs Zuhören. Der nächste Side-Talk ist safe wieder mit dem Gast. Als nächstes kommt erstmal noch ein anderes Video, kann ich mal sehen. Und ja, dann, ciao.